Es soll ein Zeichen des Dankes für unbezahlbares Engagement sein. Mit dem Ehrenamtstag 2014 hat die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld mehr als 150 Ehrenamtsträger für ihre Verdienste gewürdigt. Als Aus- und Weiterbildungsprüfer, in verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgruppen und auch als Mitglieder der Vollversammlung engagieren sich die Geehrten teilweise seit mehreren Jahrzehnten für die regionale Wirtschaft. Ihre Auszeichnung steht auch stellvertretend für den Dank an die insgesamt rund 4000 Menschen, die die IHK in verschiedenen Ehrenämtern unterstützen. Als Festredner und Gratulant war auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Dr. Erik Schweitzer, aus Berlin nach Bielefeld gekommen. Er dankte den Geehrten für ihren Einsatz und unterstrich die Bedeutung des Ehrenamts in der gesamten Gesellschaft. Es gibt keine andere Wirtschaftsorganisation in der ganzen Welt, die so viel ehrenamtliche Mitglieder hat, die mitarbeiten. Das ist in der Kammerorganisation in Deutschland über 200.000 Menschen. Das sind 4.000 hier in Ostwestfalen und das ist einfach für mich, auch macht es auch großen Spaß, einfach mal Danke zu sagen. Zu zeigen, es macht einfach Spaß, ehrbarer Kaufmann zu sein. Das heißt, sich einzusetzen für die Gesellschaft, sich einzusetzen für die Wirtschaft, der Wirtschaft ein Gesicht zu geben, Prüfungen, ein unglaubliches Mal abzunehmen, gemeinsam an Positionen für die Regionalpolitik zu arbeiten, an wirtschaftlich relevanten Positionen, um nicht nur zu schimpfen, sondern auch Teil der Lösung zu sein. Ich glaube, das macht vielen Unternehmern und Unternehmern Spaß. Das gibt es, wie gesagt, nirgendwo anders auf der Welt so. Das ist etwas, worauf wir aufbauen können. Für einen stimmungsvollen Abend sorgte neben Moderatorin Brigitte Büscher das Orchester Die Phoniker. Die ostwestfälischen Musiker, die sich ebenfalls rein ehrenamtlich in ihrem Orchester organisieren, begeisterten die Zuhörer mit einer Auswahl berühmter Filmmelodien und sorgten so für die passende Begleitung vieler kleiner ehrenamtlicher Heldengeschichten.